Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Alien Isolation. Herzlich willkommen bei Abonacho. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass meine Stimme wieder ein bisschen lauter wird. Zumindest auf meinem Ohr hört sich das jetzt so an, als wäre es nicht so. Wo muss ich denn jetzt lang? Aha, ich muss in diese Richtung. Aber da ist doch gar keine Tür nicht. Na super. Ach, da ist aber. Pass auf, ich gehe nach oben und du gehst nach unten. Sind wir uns einig? Na super. Und die Tür ist verschlossen. Wahnsinn. Hat mir jetzt richtig was genutzt. Mann, dieses alte Mistvieh. Ich gehe wieder runter. Da gibt es schon mal eine Treppe, wo ich dann mal hochlaufen kann. Und was passiert? Dahinter ist natürlich... Guten Tag. Wieso erschreckst du mich so? Ach, da hast du dann keine Antwort drauf, oder was? Du Pfeife. Wo muss ich denn dann jetzt lang? Also, da... In diese Richtung. Komme ich nicht. Was? Wo geht's denn da lang? Lass ihn mal durch. Brauchst du nicht. Alles gut. Brauchst nicht bei mir sein. Eisenterminal. So viel sehe ich schon mal. Na toll. Oder muss ich die Tür von dem hier auch aus öffnen? Was ist denn das für ein Terminal? Da war ja nur eine, muss ich gleich nochmal gucken. Ungültiger Slot. Wartungssysteme. Sexenfinanzierung. War das Sexen? Aha, hier haben wir noch einen Code. Kenne ich den nicht schon? Hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Sollte Strom im Verbraucherbereich benötigt werden, wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme mit dem Code zugreifen. 8897. Kugelschreiber. Papier. Richtiges Papier. Ein Moment. Ich muss erstmal richtiges Papier finden. So. Jetzt habe ich hier schon wieder kaum Licht. Weil früh dunkel. Immer noch. Und außerdem, ja, ich mache mal ausnahmsweise nicht mitten in der Nacht. Und außerdem wohne ich ja hier im ersten Stock und da kommt das Licht ja nicht ordentlich rein. Also 8897. 8897. Stromcode. Fertig. Warum fange ich da mit einem T an? Stromcode. Ja, genau, Schreibcode mit T. Ist passt schon. Ist ja auch irgendein Code. So. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal Serviceanfragen. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt... Ah, das ist besser. Eine Map. Nutzt mir die was? Nicht so wirklich, oder? Oh, doch. Na toll, die Tür ist ja verschlossen. Da bin ich ja durchgekommen. Und dann kann ich ja hier durchgehen. Eventuell vielleicht. Hebel benutzen. Rechte Maustaste halten und nach unten drücken. Machen wir. Oh, Tag. Nein, ich bin gar nicht da. Mach die Tür wieder zu. Verdammt. Super. Machst du die Tür auf? Wer steht da? Alien? Hallo? Brauche ich das? Nein. Aber hat mich wohl nicht gesehen. Wo ist denn das Vieh denn jetzt? Also es wäre schon ganz gut, wenn ich hier durchkomme. So schlecht wäre das nicht. Ist
Danke. Danke. Du hast das mit Sicherheit nicht mitgekriegt. Du bist ein dummes Alien. Mann, das ist wirklich ein dummes Alien. Deine Bericht an Apollo? Er spricht da immer noch mit sich selbst. Gewahrene Eindämmungsverstoß. Wo ist denn jetzt das alte Vieh? Es kommt. Es kommt. Da war da gewesen. Habe ich genau gehört. Ach. Jetzt funktioniert das auch mit dem Lehnen. Ich hab mich schon da hinten gelehnt. Geh mal nach Hause. Alien nach Hause telefonieren. Passenden Finger hast du dafür, glüht noch nicht. Tschüss. Na toll, das alte Vieh muss ja wieder da unten reinmarschieren. Ist ja klar. Super. Wie geil ist das denn? So. Das war ja schon mal nicht so schlecht. Das war ja so schlecht gar nicht mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Da bin ich jetzt rausgekommen, wa? Nee, da bin ich rausgekommen. Und da muss ich rein. Wo ist das? Ich höre schon wieder über irgendwo rumtrampeln. Da kommt. Von links. Bin gar nicht da. Geh weg. Ganz tolle Sache, das. Ganz tolle Sache. Und ich kann hier nirgendwo zwischenspeichern. Das heißt, wenn ich hier nicht durchkomme, muss ich alles nochmal machen. Das will ich nicht. Ich bin ja froh, dass ich mal jetzt ein bisschen weiter gekommen bin. Ich hätte auch ein Ziel für dich. Deaktiviere das Alien. Hehehe. Na super, da muss ich lang. Du verstehst? Ich muss, lang. Super. Wow. Super. Ich sag doch. Bitte schön, sag mir mal einer, wie ich da jetzt weiterkommen soll. Weil wenn dieses dämliche Ding wirklich direkt wieder an... Wir haben das gleiche Problem. Wenn dieses Ding wieder direkt nur um einen rumschwänzelt und jetzt dieser Flammenwerfer nicht mal irgendwas nutzt. Ja, was, bitteschön, was soll ich denn jetzt noch machen? Das eine war eine gelungene Aktion, aber ja auch eher zufällig. Naja, und dann kaum komme ich aus dem Ding raus, da steht das Alien wieder vor mir. Ich hab doch irgendwie, ich komme doch da gar nicht mehr weg. Was soll ich denn da machen? Das sind dann schon wieder die Sachen, die wirklich ärgern einfach.
Weil man, zumindest ich sehe jetzt hier momentan nicht die geringste Chance. Entweder ich bin wirklich zu doof dafür. Ja, oder die haben das so beschissen gelöst, dass man einfach nur ganz perfekt alles machen muss, um irgendetwas zu erreichen. Und dann macht man das 100.000 Mal und hat einfach keinen Bock mehr drauf. So einfach ist das. Dann sollen sie 100.000 Speicherpunkte hinpacken. Mir wegen auch das. Aber ich mache den Quatsch jetzt zum dritten Mal. Einmal wahrscheinlich selber, 100%ig selber verschuldet. Und jetzt hier, was soll ich da machen? Natürlich klinge ich da genervt, weil ich schlichtweg genervt bin. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter da gelassen ja. haben. Ja. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Ja, ja. Tun Sie es leise. Ich kann so leise sein, wie ich will. Das nutzt mir nichts, wenn mir das dämliche Alien ewig direkt vor der Fresse rumhurt. Mann. Und das war echt, ich habe mir jetzt wirklich Zeit gelassen und habe die ganze Zeit, ja komm, das haben wir alles schon fünfmal gehört. Okay, genug Gerede jetzt, Waits. Ich habe mir jetzt nur wirklich Zeit gelassen, um das auch wirklich hinzukriegen. Ich bin lange versteckt geblieben, damit das Alien wirklich weit weg ist. Aber ich kann ja nicht 5 Stunden da drinnen bleiben, bevor ich das Alien mal wieder in so einen Kasten rein hüpfen höre. Das geht ja nun auch nicht. Das heißt, wenn ich gleich den Plasmaschneider habe, dann darf ich mich erstmal verstecken. Nee, wenn ich das Ding da ausgeschaltet habe. Ja, ist ja, wenn ich den Plasmaschneider habe. Ich kann es auch absolut verstehen, dass ich, wo ich dagegen geschlagen habe versehentlich, dass da das Alien kommt. Das war dann eigene Dummheit. Aber wie ich die Kamera ausgeschaltet habe, was bitteschön habe ich denn da für Geräusche gemacht? So, geh weg, du komisches Ding. Auf. Das wird mir, glaube ich, hier nicht wirklich was nutzen. Ich bin mal gespannt, was ist dahinter. Hier sind wir jetzt. Na toll, da muss ich die Kamera ausschalten, sonst komme ich hier gleich gar nicht mehr raus. Okay, dann können wir uns auch da vorne verkrümeln, ne? Raus. So. Und da drinnen. Mitnehmen. Jetzt verkrümelt. Eben ist das Alien runtergekommen. So, war von da hinten jetzt auch noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Kommt das Vieh jetzt runter oder nicht? Hört sich nicht so an. Habe ich denn eben bei dem Typen da hinten was weggeholt? Nee, aber ich kann da jetzt halt rumgehen. Ne? Ja doch, ich muss ja hier an dem... an das Terminal ran. Was ist da eigentlich?
jetzt ans Terminal. Machen wir es halt so rum. Geht ja auch. Aber erstmal kurz verkriechen. Geht. Okay. Gucken wir mal. Also, freigeben. Geht nicht. Okay. Na, geh halt wieder raus. Geht nicht. Der Zugang zu dieser Anlage ist Besuchern untersagt. Außer sie sind Teil einer Silvestropol-Verkaufstour. Hey! Wie, du trittst mich? Sie strapazieren meine Geduld. Ja. Was ist das für ein Quatsch? Das Vieh kommt runter. Was soll denn? Das Vieh kommt jetzt gerade runter. Jetzt ist es wieder oben oder was? Was ist das jetzt für ein Quatsch? Eben durfte ich das machen, ohne Probleme. Was? Dass du mich hier treten willst? Was ist das für ein Quatsch? Na also. Geh nach Hause. Geh nochmal ran. Na super. Geh, lass los. Geh raus. Ich hab doch gesagt, das Alien ist unten. Ich hab doch gesagt, dieses dämliche Alien ist unten. Und dann gucke ich nach oben und dann steht's da. Na super. Wo ist es denn jetzt? Ich find's ja lustig, dass der wieder aufgegeben hat. Ah. Hört sich an, als wenn's nach oben geht. Oh, und der ist in Agro-Modus. Da muss ich mich mal beeilen. Damit er mich nicht wieder treten will. Das ist mal ernsthaft. So. Edge. Wo finde ich die Leistungsschalter, Waits? Da ist einer in den Analyselaboren. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Naja, ich muss jetzt erstmal... Wo muss ich jetzt hin? Ja, ist doch dann da durch, ne? Hm? Falsche Richtung. Na toll. Das heißt, wenn ich in diese Richtung jetzt muss, also da raus und dann da rum. Würde ich so sagen. Dazu muss ich aber das Alien jetzt erstmal wieder dauerhaft loswerden. Und den auch. Das Vieh da oben war. Ich komme da gar nicht mehr raus. Na super. Na komm, dann geh da weg, du Pfeife. Geh da weg, du Pfeife. Ich darf durch die eine Tür nicht mehr, die ist Robot. Los, geh da weg. So. Du brauchst gar nicht rüber gucken. Ich gehe jetzt einfach mal an dir vorbei. Tschüss. Hier hätten wir da auch den Code weggeholt, ne? Müssen wir ja auch noch machen. So. Wo war denn der? Da ist er. So, jetzt haben wir ihn ja auf jeden Fall. Jetzt verstecke ich mich nochmal. Und dann probieren wir das Ganze nämlich nochmal, meine Lieben. Jetzt muss ich mal was gucken. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal irgendwo hin. Hier vorne. Weil speichern ist hier nicht. Das heißt, ich nehme jetzt definitiv noch ein paar Folgen auf. Okay, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, teilt es gerne auf eure Social Media und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye bye.